Mahlzeit, ihr Knüppelbrüder, kommen wir hier. So, heute jetzt wieder unterwegs mit der Scharnhorst 1943, der 43er Version. Der Scharnhorst. So, ich liebe dieses Schiff, weil ich es liebe. Danke fürs Zuschauen, wir sind jetzt beim nächsten Mal dran. Ne, jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe mir mit dem Schiff, das ist eins der wenigen Schiffe, ihr seht, ihr wisst ja, für die, die hier häufiger zugucken, ich schieße ja gerne mit HE, weil ich gerne Brände verursache, ne? Ich finde es einfach super geil, Brände zu verursachen, weil meiner Meinung nach, ich glaube, das ist eine alte Denkweise. Ich habe das ganz am Anfang immer gedacht, wenn ich einen Brand verursache, die löschen den und ich verursache dann noch einen Brand, dann können sie den erstmal nicht mehr löschen. Dann mache ich insgesamt mehr Schaden, als wenn ich jetzt mit einer AP-Munition treffe. Oder nicht treffe. Aber der Brand, ein Brand bleibt bestehen, bis sie ihn löschen können. Das dauert dann ungefähr 30 Sekunden oder so. Ja. Oder je nachdem, also wenn ich kurz nachdem ich einen Brand verursacht habe, der gelöscht wurde, und dann noch einen Brand verursacht, dann ist er normalerweise dann länger am Fackeln. Ne? Und wenn du Glück hast und ein gutes Schiff, es gibt ja manche Schiffe, mit manchen Schiffen verursacht man häufiger Brände. Hast du zwei Brände drauf, die natürlich noch mehr Schaden verursachen, als wenn ich jetzt, wenn ich Pech habe, einfach mit AP nur einen Treffer mache und dann vielleicht nur, weiß ich nicht, 2.500, 3.000 Schaden mache. Klar, vielleicht könnt ihr auch einen als Zitadell-Treffer machen, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja auch etwas geringer. So war meine Denkweise und deswegen probiere ich halt immer rum, wie viel Feuer entfache ich mit welchen Schiffen. Ja, es gibt welche, ja, da ist die Wahrscheinlichkeit weitaus geringer, selbst mit Flaggen oder Signalen. Und da schieße ich dann natürlich auch mit AP. Mit der Scharnhorst schieße ich nur mit AP. Also in den meisten Fällen, der Munitionswechsel ist jetzt nicht so dramatisch, also... Ich glaube, was war das höchste? Irgendein russisches Schiff, das ich habe. Über 30 Sekunden. Über 30 Sekunden Nachladezeit. Da dachte ich, okay, das ist heftig. Hier liege ich, glaube ich, knapp drunter. Aber es funktioniert alles ohne Probleme. Alles gut. Ja. Ich habe natürlich, also was ich immer einbaue, ich glaube, das ist jedem selbst überlassen, dass meine Feuerreichweite der Sekundärbatterie höher ist. Und ich habe auch ein Signal drin für erhöhte Feuerreichweite. Ich klinge vielleicht ein bisschen krank. Tatsächlich war ich gerade am Abklingen, aber jetzt ist es noch so, weil die Heizung an ist und hier ist effing kalt gerade. Also wirklich, wir haben hier einstelliger Bereich gerade und es regnet und so. Also kriegt ihr schön die Kälte durch diesen Altbau, in dem wir hausen. Einen alten Bunker hier. Und ne, diese Heizungsluft, die geht natürlich auch an die Nase hier so ein bisschen. Also, naja, es ist wie das. So. Jedenfalls, ja, immer schön mit AP. Wenn ich es schaffe, jetzt ist es natürlich schon geladen. Da werde ich natürlich nicht wechseln, schieße ich natürlich auch. So, mit AP. Normalerweise würde ich wechseln. Aber ich guck mal gerade. Das sind drei Zerstörer. Ja, also die... Ich glaube, dafür würde ich jetzt nicht extra wechseln. Jetzt sehe ich den sowieso nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich den nochmal sehe. Kann es sein, dass er sich nach hinten jetzt verzieht. Dann wird er mir erstmal eh nicht auffallen. Also werde ich jetzt die Munitionstypen nicht wechseln. Konzentriere mich nur auf die Dunkirk. Und da auch muss man aufpassen. Ne? Die hat ja nur zwei Vierergeschütze und die sind beide vorne. Das ist der Vorteil. Okay, Nachteil ist, kann ich nach hinten schießen. Du hättest ja sonst mit einem Geschütz nach hinten schießen können. Aber die kann eigentlich geradezu auf dem... Ich habe ja auch die Dunkirk. Ja, du kannst also auf dem Ziel zufahren und musst dich nicht seitlich drehen, ja, und dann deine Breitseite zeigen. Sondern kannst einfach so feuern und kannst alle Geschütze feuern. Der ist sehr langsam. Bremst ja gerade ab. Titel-Treffer. Das ist es nämlich. Also, ich habe echt mal überlegt, nimm mal 10 Runden mit der Scharnhorst auf hier. Ja, und noch Zitadelltreffer. Und das war jeweils immer ein Treffer. Ein Geschoss trifft und je ein Zitadelltreffer. Das war jetzt Glück, muss ich dazu sagen. Ne? Okay, das war jetzt kein Treffer, aber. Das ist wirklich Zitadellero, würde ich sagen. Ja. Die meisten Zitadellentreffer mache ich mit diesem Schiff. Guck mal, wir haben schon zwei unserer Zerstörer verloren. Das heißt, wir haben unser, im Prinzip unsere Augen verlieren wir hier gerade. Ne? Und das ist natürlich nicht sonderlich geil. Das war nicht gut. Okay, er fährt so ein bisschen... Kreuz und quer natürlich, um sich jetzt... Na, ich glaube, den lasse ich erstmal.
Also sowieso gleich weg. Okay. Muss ich mich nicht weiter mit beschäftigen. Sehr schön. Und der fährt jetzt hier auf mich zu, oder was? Der guckt gar nicht hin, wo er jetzt hinfährt. Oh Gott, ey. So, mal gucken, ob wir noch einen... Ich habe jetzt ein bisschen höher gezielt, weil ich davon ausgegangen bin, dass wenn er mitkriegt, dass auf ihn geschossen wird, dass er versucht abzudrehen. Naja, also, man will halt retten, was noch zu retten ist, ne? Sagen wir mal so. Okay, jetzt ist er auch gleich zu weit weg hier. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich kann natürlich jetzt nicht sehen, auf welcher Höhe ist, aber ziemlich, aber komplett. Naja, okay, da war ein Treffer drin, jetzt kommt er raus. Gerade noch im Visier gewesen. Ich überlege gerade, fahre ich jetzt vor. Der dödelt einfach rum. Ich glaube, jetzt gerade in dem Moment hat er. Gibt er Gas. Ja, er tuckert so leicht vor sich hin. Ich schätze mal ein Viertel oder so. Ja. Yeah. So, Alter, bitte fahrt mal. Oh Gott, ey. Klar, jetzt könnte man sagen, ich hätte ja auch ausweichen können, aber wie weit soll ich da wegfahren? Da müssen ja beide gucken, ne? Der kann ein bisschen abdrehen, ich drehe ein bisschen ab, alles ist gut. Ja. Also der sitzt echt wie so ein... wie in so einer Schussgalerie hier, was wir auf dem Jahrmarkt, wo man auf die Enten ballert dann, oder auf diese Metall Zielschilde. Guck mal, er hier. Der will ums Verrecken nicht verenden, ne? Sei ihm vergönnt, aber irgendwann muss ja mal Schluss sein hier. Der fährt. So wie ich früher. Da guckst du gar nicht mehr auf die Karte. Ja. Fährst einfach nur geradeaus. Konzentrierst dich nur auf einen. Deine Umgebung. Noch ein Zitadell drüber. Jesus. Deine Umgebung ist dir vollkommen egal. Du guckst einfach nur noch durchs Fernrohr. Durch den Zielsucher und bleibst ja ewig auf der ein und derselbe Ziel. So, meine Sekundärgeschütze legen los. Jetzt hat der uns hier eingenebelt hier. Er hat gefeuert, das heißt, er feuert nicht auf mich. Wieder so ein Kollegen hier. Also Rache Engel, seine Kollegin. Oh, der guckt am Weg noch hin. Ja, dreh ab, genau. Guck mal, guck mal, guck mal. Man darf nicht vergessen, ich habe noch Torpedos. Und zwar könnte ich die ungefähr jetzt. Reichweite 6 Kilometer. Sollte hauen. Und zwar hin. Ich probier's mal. Ich habe schon Schiffe versenkt. Ich mache aber weniger Wassereinbrüche, muss ich dazu sagen. Also, die sind einfach nur... ja. Zur Unterstützung. Ich wollte gerade irgendwas anderes sagen, aber ich habe vergessen. Mein Brain brennt noch nicht so richtig. Jetzt, pass mal auf, pass mal auf. Drehen, vielleicht drücke ich mir noch einen raus hier. Seitlich, nicht hinten. Guck mal! Ist er ausgewichen, ne? Einfach durchs Zurückfahren. Und hat er, sich mir aus der Reichweite meiner. Jetzt wird's knifflig hier. Ja, am Anfang dachte ich, ja, wird da nicht viel passieren hier. Da wahrscheinlich wird das Video einfach nicht so viel los ist. Aber jetzt ist ja doch ein bisschen Action. Oh, ein Torpedo hat auch getroffen. Ich kenne das von früher noch, ne? Wenn da so eine andere Scharnhorst oder was weiß ich, hier Tirpitz oder so. Tirpitz hat Tirpitz Torpedo. Ich hab's grad nicht im Kopf. Wie gesagt, mein Gehirn funktioniert nicht gar nicht. Gestern hatte ich noch echt hart Fieber, ne? Da hat es noch schlechter funktioniert. Scheiße! Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe den Munitionstypen. Ich habe auf die falsche Taste geklickt, wahrscheinlich, als ich gewechselt habe von Torpedos auf Munition wieder, also auf Hauptgeschütz. Na ja, gut, muss ich jetzt zu. Ich bin mal auf, hier habe ich zwei. Der könnte, jetzt hat er mir echt. Macht er sowas mit meinem.
Torpedo rein. Also im Wasser einfach. Okay. Der hat zu wenig Leben gehabt. Vielleicht schaffen wir den jetzt auch weg hier. Ich meine, es wird knapp, weil. Okay, der ist auch weg. Egal. Guck mal, jetzt gucke ich gerade auf die Karte. Jetzt war ich auch ein bisschen eingenommen hier, ne? Durch die Action. Und wir knüppeln jetzt hier zu viert durch die Gegend, ja. Als ein Klumpen. So kann man nicht gewinnen. So kann man nicht gewinnen. Jetzt mal wieder ein bisschen Leben auffrischen. Gut, wir müssen mal drehen hier. Das geht so nicht. So, ein grob geschätzter Schuss. Grob abgeschätzt. Aber war immer ein Treffer. Nicht so noch nicht viel Schaden, aber besser als nothing. Ja, jetzt zeigt er sich ja wenigstens schon ein bisschen besser. Ach, der Typ hier. El Blindeule. Oh, noch am Start. Da kommt er hier. Gut. Wir probieren's. Ich meine, ihr seht ja, ich tüdel jetzt hin und her hier. Mal da. Ne? Und der Typ ist schnell. Was ich an dem Schiff mag, ist wirklich die kurze Nachladezeit. Also im Vergleich zu anderen Schlachtschiffen. Gut, es ist jetzt kein reines Schlachtschiff, ne? Ist ja doch ziemlich klein. Schlachtkreuzer halt eher. Hey, komm, muss doch mal sitzen hier, Junge. Maschinenboost aktiviert. So, mal da vorne pumpen. Ich will auf jeden Fall vermeiden, dass er mich hier irgendwie so lange barragiert, bis ich tatsächlich meine ganzen Lebenspunkte verloren habe. Links und rechts fliegen schon meine Sekundärschüsse. Ah! Ohne dass ich gesehen habe, habe ich die eine versenkt durch Secondary Attack. Naja, coole Sache. Kann man nicht meckern. Problem gelöst. Ich bin mir nicht sicher, ob der jetzt Torpedos hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe so viele Schiffe gefahren, aber ich merke mir nicht von jedem Einzelnen, ob die Torpedos haben oder nicht. Ja, manchmal hat man lange gefahren, die habe ich im Kopf. Ich tucke jetzt mal langsam, vielleicht kraucht er auch direkt. Oder der brecht gleich nach vorne und knapp. Die müssen aber nicht von ihm gewesen sein. Weil die noch einen Zerstörer am Start haben. Und ich weiß nicht, wo der ist. Guck mal da mal ein. Komm her. Und da ist er hier, guck mal. Ah, okay, hört doch Torpedos. Gut, jetzt kann ich nur sagen, dass ich natürlich, weil ich keine München habe, hätte ich auch nicht gewusst, ob die München Torpedos sind. Aber es kommt ja häufiger vor, also hat man es nicht, man nimmt Volltreffer lieber mal an, also man weiß ganz genau, er hat keine Torpedos. Und die anderen Torpedos sind auf jeden Fall von dem Zerstörer, würde ich mal sagen. Ah, scheiße, das sieht man ja noch. Jetzt wird's hart. Jetzt wird Heavy Metal. Und ich habe nichts zum Auffrischen. Und dann würde ich mal sehen. Ist gleich Feierabend. Lasst mich überleben. Bless. Und es ist vorbei. Schade.